Grüß Gott, Herr Weihbischof Dr. Dick. Ich freue mich, heute wieder mit Ihnen über Credo, das apostolische Glaubensbekenntnis, zu sprechen. Heute wird es, nachdem wir nun schon Gott Vater und dann einen längeren Teil über Jesus Christus behandelt haben, um den Heiligen Geist gehen. Wer ist der Heilige Geist? Wie können wir ihn uns vorstellen? Ist das so eine Art guter Geist, den Christus uns mitgegeben hat? Oder was ist er wirklich? Ja, genau die Frage, wie man ihn bezeichnet, ist schon ein Hinweis darauf, dass das nicht einfach ist. Wir wüssten nicht, dass es den dreifaltigen Gott gibt, wenn nicht Christus selbst uns das belehrt hätte, dass es eben außer ihm auch noch eben einen gibt, der von Gott herkommt und sogar Gott selbst ist, um in uns die Gemeinschaft mit Gott überhaupt herzustellen. Schwer ist das deshalb, weil in Christus eben dieser Mensch gewordene Gott Menschengesicht hat. Und wenn er sagen könnte, wer mich sieht, sieht den Vater, dann kann man sich eben, wenn auch nur bildlich, vorstellen, wie man sich Gott Vater zu denken hat. Während der Heilige Geist nie in irgendeiner Form Menschengestalt angenommen hat, sondern nur in seinen Wirkungen oder in seiner geistlichen Erscheinungsweise auftritt. Entweder, wie der Heilige Lukas im Evangelium schreibt, dass zur Erklärung der jungfräulichen Empfängnis von Seiten Mariens eben der Heilige Geist wird dich überschatten. Und die Kraft des Allerhöchsten, nicht wahr, wird hier eben die Einwirkung dieses Geistes, den dann auch Christus den Tröster genannt hat, den Beistand, den Geist der Wahrheit. Auf jeden Fall müssen wir erstmal ansetzen, wie man den Namen genommen hat, die Bezeichnung, das ist griechisch Pneuma. Und wie bei uns Geist auch verschiedene Bedeutungen hat, so hat Pneuma auch wieder verschiedene Bedeutungen. Die Wortfelder, wie man es nennt, sind ja nicht deckungsgleich. Bei uns kann Geist auch sogar das Gespenst sein, nicht? Oder es ist der Geist im Sinne des Verstandes, ein geistvoller Mensch. Oder im Sinne einer allgemeinen Strömung, Zeitgeist und so. Das alles muss wegfallen, denn Pneuma heißt erstmal der Geist auch im Sinne des Odems, des Atems, den Gott dem Menschen einhaucht. Und, das ist eine der ersten Belehrungen gewesen, die Christus vorgenommen hat, wo er gesagt hat, der Geist Pneuma weht, das heißt der Wind weht, so ist es auch mit dem neuen Leben von Gott. Wir können, scheint mir am besten, diese Bedeutung aufgreifen, die es hat im Sinne von Atmosphäre. Und zwar einfach im Sinne einer Vorgabe, die nicht gesehen wird, die aber lebensnotwendig ist. Nur in dem ganz schmalen Streifen, der um den Erdball herum Atmosphäre bietet, können Menschen atmen. Diese Luft muss da sein. Und in diesem Sinne hat dann Christus auch eben gesagt, wenn er weggeht, kommt als Ersatz, aber als besserer Ersatz dieser Geist, weil er eben sagt, es ist gut für euch, wenn ich weggehe, denn sonst käme der Geist nicht. Er wird euch in alle Wahrheit einführen. Da haben wir also dann einfach diese Aussage, dass Christus sagt, es gibt eine neue Kraft, eine neue Möglichkeit des Lebens, des Atmens. Und das ist eben dieser Heilige Geist. Und dadurch, dass er formuliert hat, tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, wird klar, er gehört in diesen Vergleich Vater-Sohn, dann als dritter hinzu,
und ist Gott so wie der Sohn und so wie der Vater. Und in der kirchlichen Glaubensentwicklung hat sich das auch gezeigt. Man hat, wir sprachen ja schon bei einem der vorigen Male darüber, dass die Erkenntnis, dass Christus der wahre Sohn Gottes ist, nicht wahr, auch etwas gedauert hat, bis es klar formuliert war. Dann kam die Frage, und wie ist es mit dem Heiligen Geist? Und da eben dann die Erkenntnis, nein, er ist genauso eine göttliche Person wie Vater und Sohn. Im apostolischen Glaubensbekenntnis ist es sehr kurz gesagt, aber in dem Niceno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis den Heiligen Geist, der vom Vater und vom Sohn ausgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet Gott ist und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, da wird es dann verdeutlicht. Darum geht es. Alle Versuche, die man heute auch, interessanterweise meint man ja immer, wenn man es anders erklären kann, wäre es einfacher zu glauben. Das ist aber nicht. Alle Versuche, die man heute macht, dann zu sagen, es ist wie ein guter Geist oder auch der Geist Jesu, eine Mentalität, trifft das Entscheidende nicht. Ich möchte mal kurz auf einen Begriff zurückkommen, den Sie vorhin erwähnt haben, und zwar das Pneuma. Das erinnert ja auch an antike Philosophien, in denen das vorkommt als so eine Art Geist, der in allen Lebenden, also in Tieren, Pflanzen und Menschen in verschiedener Art und Weise existiert. Kann man sich das so erklären? Ist das übertragbar oder wo liegen da die Grenzen? Ja, also man kann es insofern übertragen, als es, wenn man es richtig eben ansetzt, hier das Lebensprinzip des Menschen ist, das Pneuma, was wir oft auch einfach die Seele nennen, nicht? Und im Hebräischen ist es, dass also das Wort für Seele und das Wort für Leben sogar oft ein und dasselbe sind. Und hier ist dann eben deutlich, der Herr hat es im Zusammenhang mit diesem ersten Hinweis auf den Heiligen Geist, das war im Gespräch mit Nikodemus, ja auch gesagt, wir müssen wiedergeboren werden, aus dem Wasser und dem Geist, wie es dann heißt. Das heißt, wir haben ein neues Lebensprinzip. Und das ist eben der Geist Gottes, der uns mitgeteilt wird in allem, was wir dann in der Verbindung mit Gott tun können. So ist es also, dass eben auch die Atmosphäre der Träger ist, etwa für Wortübermittlung und so weiter. So ist es mit dem Heiligen Geist als dem Lebensprinzip der Kirche. Sie haben vorhin gesagt, in Pfingsten hat Christus uns den Heiligen Geist gesandt, oder anstatt von Christus, der ja vorher in den Himmel aufgefahren ist, war der Heilige Geist vorher schon in der Welt oder nicht? Ja, er war natürlich in der Welt. Man hat allein durch dieses nächste Nachdenken über die Schöpfung, also über die, man könnte auch sagen, über die ganze vorchristliche Menschheitsgeschichte, da hat man natürlich immer wieder bedenken müssen, hier gibt es keine Aufteilung im Sinne von Abgrenzung, dass der Vater nur geschaffen hat, sondern auch der Sohn hat, in ihm ist alles geschaffen. Und auch der Heilige Geist, dieses Wort in der Schrift, das dann erst natürlich anders verstanden werden konnte, der Geist Gottes schwebte über den Wassern, nicht wahr? Da kann man eben schon sehen, schon angedeutet, auch der Heilige Geist war der, der Leben spendet, der das Leben hervorruft. Und dann eben für uns das Gnadenleben. Christus hat ja diese Mitteilung des Heiligen Geistes mehrfach verdeutlicht. Einmal, indem er gesagt hat, ich sende euch den Heiligen Geist. Dann hat er vom Kreuz her, wie Johannes formuliert, er hauchte seinen Geist aus. Das war natürlich der letzte Atemzug, wie wir so sagen, wenn es um den Tod geht. Aber hier steht mehr dahinter. Er haucht seinen Geist in die Welt hinein. Jetzt ist ein göttliches Element dann möglich. Dann erscheint er als Auferstandener. Und sagt dann als erstes, empfangt den Heiligen Geist. Und dann, welchen ihr die Sünden nachlasst, denen sind sie nachgelassen. Das göttliche Element in der Kirche kommt vor allem in dem zustande, was Menschen nie könnten, nämlich Sünden vergeben. Das kommt. Wir werden noch bei dem entsprechenden Glaubensartikel näher darauf eingehen.
Aber wir müssen eben bedenken, dass zum Beispiel keine heilige Messe gefeiert wird oder gefeiert werden kann, wo es nicht heißt, eben sende deinen Geist auf diese Gaben herab, etwa im dritten Hochgebet, nicht? Und der Geist, der Heilige Geist, muss auch die Wandlung vollziehen. Er ist überhaupt der Geist, der uns Christus eben in lebendiger Nähe bringt. Deshalb kann einmal der heilige Paulus sagen, der Geist ist Christus. Heißt natürlich nicht, zwischen den beiden göttlichen Personen gibt es keine irgendwie noch mögliche Unterscheidung. Aber das fällt so entscheidend zusammen, dass überall da, wo Christus wirksam wird, in allen Sakramenten, immer der Heilige Geist die eigentliche Wirkungsursache ist, wenn wir es menschlich ausdrücken. Wir kommen schon bei der Taufe, die Geistsalbung, dann das Sakrament des Heiligen Geistes, die Firmung, die das noch wieder weiter verdeutlicht. Und dann bei der Weihe wird immer der Heilige Geist herabgerufen. Er ist wirklich das Lebensprinzip der Kirche. Das Sakrament des Heiligen Geistes, die Firmung, was ist das genau, was passiert da? Ja, das ist eben die besondere Prägung mit diesem Heiligen Geist Gottes, der immer schon da ist, auch im Leben des Einzelnen, aber auch in der Kirche insgesamt immer wieder angerufen wird. Immer heißt es, komm, Heiliger Geist, nicht als wäre er nicht da, sondern weil es immer noch weiter verstärkend ist. Wir könnten mal in einem simplen Vergleich sagen, das ist so wie eine stärkende Spritze, ein Kranker oder einer, der nicht sehr kraftvoll jetzt leben kann, eine Traubenzuckerspritze bekommt, nicht wahr? Ein Element, das das Lebendigsein wirklich immer noch verstärkt. Denn das liegt ja nicht nur auf einer Linie. Es ist dann wirklich schon ein Unterschied, ob man als Säugling lebt oder nachher als voll in der Geisteskraft stehend oder schließlich auch nachher im Alter, in der Beschränktheit der Möglichkeiten und so. So ist es mit dem Lebensgeist in der Kirche. Und die Firmung ist eigentlich der Aspekt der Geisterfülltheit, der im Taufritus oder in der Taufspendung ebenfalls jetzt schon wirksam wird. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes heißt eben, wir kommen in eine dreifache Beziehung zum dreifaltigen Gott. Wir werden Gottes Kinder, wir werden Christi Brüder und Schwestern und wir werden eben Geistträger. Früher war deshalb Taufe und Firmung in eins zusammen, wie es heute noch die Ostchristen haben. In dem Zusammenhang stellt sich für mich immer eine Frage. Bei der Taufe, für die Taufe kann ja eigentlich jeder Mensch oder jeder Christ hinzugezogen werden, um diese zu vollziehen. Bei der Firmung ist das anders. Das kann ja oder darf ja eigentlich nur der Bischof. Warum ist das so? Ja, das ist auch eine Entwicklung, wo man sich sagen muss, das kann man nicht so belegen, dass man sagt, alle andere ist ein Irrtum, sondern die Kirche muss nur herausfinden, wie ist das mit der Mitteilung des Geistes? Nicht die Mitteilung des Geistes an den Menschen, der ihn zum Christen macht, ist nicht so, dass ein Nichtgetaufter nicht die Grundlage, also die Taufe, auch die Erstgenung des Geistes vermitteln könnte, sondern, da sagt man, weil es das grundlegende Sakrament ist, das muss immer, wenn es nur irgendwie möglich ist, gespendet werden können. Und wenn eben kein Christ da ist, dann muss es ein Mensch tun, der das dennoch im Auftrag der Kirche und, ohne das zu wissen, in der Kraft des Heiligen Geistes kann. Das ist nur bei dem Taufsakrament ebenso üblich und dann aber weiter gestuft. Nicht? Ein Diakon kann auch rituell, also in vollem Sinne taufen, kann verkündigen, nicht? Ein Priester kann dann zelebrieren, also die heilige Messe feiern, das Bußsakrament spenden. Und ein Bischof, der hat eigentlich als besondere Gabe, dass er weihen kann.
dass er wieder andere eben in diese Funktionen hineinrufen kann. Und das ist die Tradition, dass die Apostel schon angefangen haben, Getaufte durch Handauflegung mit dem Heiligen Geist zu beschenken, dass man gesagt hat, im Normalfall sind das die Nachfolger der Apostel, die dieses Sakrament spenden. In der Ostkirche, ich erwähnte es schon, wo man die Firmung mit der Taufe zusammenspendet, ist jeder Priester eben Tauf- und Firmspender, wo es dann der Bezug zum Bischof drin liegt, dass es mit dem vom Bischof geweihten Öl sein muss. Wir haben heute in der Kirche die Regelung, dass es aber für besondere Fälle eben auch die Beauftragung von Priestern gibt, die also dann in solchen Fällen firmen können. Zum Beispiel, wenn ein ungefirmtes, aber schon getauftes Kind in Lebensgefahr kommt. Was die wenigsten wissen, hat jeder Priester die Firmberechtigung. Wir sind hier in den letzten Folgen immer wieder auf den Heiligen Geist gestoßen bei der Empfängnis Jesu. Und in der Bibel kommt er auch in der Taufe Jesu etwa vor. Was ist nun die besondere Bedeutung von Pfingsten? Was geschieht da? Ja, da wird eben der Heilige Geist, der Herr selbst hat es ja gesagt, die Kraft aus der Höhe genannt. Es wird da die Befähigung zum Bekenntnis und darüber hinaus eben gerade zur Verkündigung mitgeteilt. Früher wurde übrigens auch bei der Bischofsweihe ausdrücklich gesagt, empfange den Heiligen Geist. Jetzt ist es in dem Gesamtgebet mit eingeschlossen, aber eben Apostel sein heißt in besonderer Weise fähig sein, Botschaft Christi in richtiger Weise weiterzutragen. Und das wird eben deutlich, die bisher sehr verschreckten und hinter verschlossenen Türen sich versammelnden Apostel werden auf einmal zu großen Verkündern. Petrus geht hinaus und hat mit einer einzigen Predigt schon 4000 Christen gewonnen. In der Bibel steht ja, dass nach Pfingsten die Apostel angefangen haben, in verschiedenen Sprachen zu sprechen. Das klingt irgendwie für mich so ein bisschen chaotisch oder verrückt. Was ist davon die Bedeutung? Was soll das heißen? Was ist da passiert? Ja, also man weiß bis heute nicht. Ein jeder hörte sie in seiner Muttersprache reden. Man weiß nicht, ob die Apostel sozusagen mehrsprachig verkünden konnten oder ob die Aufnahmefähigkeit der Zuhörer einfach so war, dass jeder es in seiner Sprache hören konnte. Damit wird eben zeichenhaft deutlich, die Verkündigung der Kirche setzt menschlich gesehen nur das Hören können und das Hören wollen voraus und nicht noch irgendwas sonst an. Schon beispielsweise überhaupt nicht, dass man kein Analphabet sein darf, ne? Man muss nicht lesen können, um Botschaft entgegenzunehmen. Wir sind schon immer mal wieder darauf gestoßen, der Heilige Geist ist ja ein Teil der Dreifaltigkeit, der Trinität. In welchem Verhältnis stehen die drei Personen des Gottes oder der Göttlichkeit zueinander? Ja, erstens mal muss man sagen, sie sind in ihrem Gottsein alle in der gleichen Weise, weil man kein abgeschwächtes oder auch nur teilweise sich auswirkendes Gottsein denken kann. Jeder ist voll und ganz Gott mit allen göttlichen Eigenschaften, Allwissenheit, Allgegenwart und Allmächtigkeit und so weiter. Und dann mit den drei Personen kommt es eben darauf an, was kommt jetzt der einzelnen Person zu. Zum Beispiel die zweite Person ist eben Mensch geworden. Und die dritte Person, der Heilige Geist, ist der eben jetzt das Fortleben Christi möglich macht in seiner Kirche. Innertrinitarisch, also was das Innenleben Gottes selbst so deutet, kann man immer nur mit Vergleichen arbeiten. Nicht? Also die Kirchenväter haben das schon immer sich ausgedacht, wie ist es, der Vater, der den Sohn von Ewigkeit her eben da sein lässt und dann der Heilige Geist, die Person gewordene Liebe, Beziehung zwischen Vater und Sohn, da ist dem frommen Nachdenken
keine Grenze gesetzt. Man kann das immer wieder sich so etwas verdeutlichen. Die Schwierigkeit wird nie behoben, dass es eben drei Personen sind, aber doch nicht drei Götter und auch nicht jeder nur ein Drittel Gott. Dass das überhaupt möglich ist, das ist schon eine Wirkung des Heiligen Geistes, der der Kirche seit bald 2000 Jahren die Fähigkeit gibt, das zu verkündigen. Es ist ja so, wenn man sagt, das sind alles Personen, dann ist es uns Menschen ja immer die Vorstellung, dass da eben eine Beziehung auch zwischen den Personen sein muss. Und welcher Art ist diese Beziehung? Ja, also da kann man überhaupt nichts übertreiben, nicht wahr? Denn das ist eben diese, die Intensität des Miteinander übertrifft alle menschlichen Möglichkeiten, nicht? Man kann als Mensch nie gleichzeitig voll im Anderen sein, nicht? Man sagt dann schon, du lebst in meinem Herzen und so weiter, alles schön, gut. Aber bei Gott ist das eben von einer ganz anderen Qualität, dass er uns überhaupt als persönlich, als dreipersönlich offenbart ist, ist, damit wir in Relation stehen können zu ihm. Und zwar, wir können zum dreifaltigen Gott insgesamt beten, wir können zu Gott Vater beten, wir können zum Gott Sohn beten, wir können zu Gott dem Heiligen Geist beten. Das ist eben die Fülle des Lebendigen, die es überhaupt gibt. Und wie gesagt, da kann man also vieles, vieles nachdenklich aufgreifen und es wird bis zum Ende der Zeiten immer noch die Möglichkeit geben, dass man in der Kirche Jesu Christi nochmal wieder was Besonderes herausfindet, das heißt herauskristallisiert aus dem, was wir vom dreifaltigen Gott wissen. Es gibt ja gerade von islamischer Seite schon lange Vorwürfe, dass wir eben keinen reinen Monotheismus haben, sondern aufgrund der Dreifaltigkeit eben mehrere Götter anbieten würden. Was kann man da als Argumente dagegen bringen vielleicht? Ja, man muss eben sagen, hier steht einfach der Anspruch, dass Christus die Wahrheit gebracht hat und wir allerdings auch nur durch Christus wissen können, wie sozusagen das Innenleben Gottes aussieht. Und dass wir auch weder mit der Zahl 3 menschliche Maßstäbe hineinbringen können, dann gäbe es nur 3 Götter oder 3 Drittelgötter, noch können wir auch die Einheit in dieser menschlichen Weise so festlegen, dass wir sagen, das kann nur eine Person sein. Das ist von den Muslimen eben als Verstoß gegen den einen Gott-Glauben gebracht worden. Und man muss einfach sagen, hier ist sicherlich nicht anfanghaft verstanden, was eigentlich in dieser Botschaft des dreifaltigen Gottes liegt. Das ist die Schwierigkeit, die aber auch schon bei den Juden war, nicht? Für die Juden waren ja auch erstmal die Anhänger des Nazareners Jesu geradezu dem Verderben preisgegeben, nicht? Also man betete ja darum, dass die wieder verschwinden möchten, ne? Vielleicht zum Abschluss noch eine eher praktischere Frage. Wie kann man zu einem Geist, zu einer Atmosphäre, wie Sie vorhin das nochmal umschrieben haben, wie kann man zu einer Atmosphäre beten? Indem man das Personsein sich deutlich macht. Ich kann ihn anreden und habe ihn gegenüber in einer persönlichen Weise, ohne ihn zu sehen. Wenn du telefonierst, nicht wahr, mit deiner Mutter irgendwoher, dann ist es auch ein persönlicher Kontakt, obwohl du sie nicht siehst. Übrigens kann man den Vergleich noch weiter schieben. Du vertraust aber, dass diese Stimme, die dir da entgegenkommt, wirklich die Stimme deiner Mutter ist. So müssen wir vertrauen, dass das, was uns als Person in Gott kundgetan wird, auch wirklich stimmig ist. Also kann man ebenso bitten, wie man Jesus oder Gott Vater bitten kann auch. Ja, genau. Gut. Vielen Dank für diese interessanten Ausführungen. Das ist ja ein sehr eher schwieriges Thema. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir über die Heilige Katholische Kirche und die Gemeinschaft der Heiligen sprechen werden. Mhm.